Die Domstadt am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Lanxess Arena empfangen die Kölner Haie die Löwen Frankfurt. Und das erste Geschenk haben die Haie-Fans schon bekommen. Gregor McLeod, der Topstürmer, verlängert bis 2026. Und Matti Tillikainen, Frankfurts Trainer, hofft, dass es an diesem Tag das einzige Präsent für die Kölner Fans bleibt. Seine Mannschaft mit einem guten Start und Kunig mit dieser Unterzahlchance in der fünften Minute. Ah, das war ein solider Auftakt, nachdem Köln allerdings, das dürfen wir auch nicht verschweigen, die ersten Minuten schon irgendwie dominiert hat. Und dann Köln kombinationssicher in der siebten mit diesem Pfostenschuss vom Rückkehrer ins Team von Andreas Thoresson. Das war's dann aber auch schon mit den Highlights im ersten Drittel. Wir gehen in den Mittelabschnitt und da passierte nichts bis dahin. Zumindest aus Kölner Sicht. Frankfurt mit ganz viel Druck, mit ganz viel Power, lief gut Schlittschuh. Und das war die erste hochkarätige Chance, der eigentlich da niemals den Weg ins Tor finden kann. Justin Schütz, der Torschütze, mit seinem 11. in dieser Saison. Frankfurt, aber ich hab's gesagt, sie waren drauf und dran mit einer Idee. Und plötzlich die Scheibe drin. 31. Minute, 1-1 von der blauen Eugen Alanov. Abgefälscht, rein ins Tor. Ville Lajunen und Maxi Matuschkin mit den Assists zum dritten Saisontreffer von Alanov, der gleich nochmal jubeln sollte auf der Bank. Denn Nathan Burns macht den Treffer zum 2-1. 112 Sekunden später ist die Scheibe erneut über der Linie. Und wir sehen vor dem Tor Mo Müller gegen Carter Rowney. Der schubst ihn einfach mal drauf. Deshalb galt der Treffer nach Videobeweis. Und nochmal 36 Sekunden später wieder Frankfurt mit Bob Rowney vor dem Kasten. Wird aber nicht angespielt. Und dann ist es wieder Lajunen, Scheibe durch. Eugen Alanov sagt zum zweiten Mal Dankeschön. Sein vierter Treffer nach Vorarbeit von Bock, der bringt sie zu Lajunen. Ja, und dann findet sie irgendwie den Weg auf den völlig freistehenden Alanov. Für Lajunen waren es die Assists 12 bis 14 in dieser Saison. Und die Löwen hofften auf einen Erfolg. Rein ins letzte Drittel. Und da hatten sich die Haie was vorgenommen. Das sah man von der ersten Sekunde an. 45. Minute. Irgendwie. Schütz auf dem Weg. Schütz! Doppelschlag! Anschlusstreffer. Eine ganz frühe Antwort. 12. Saisontreffer für ihn. Und die Hoffnung bei allen Haie-Fans riesengroß. Dann nur ein paar Sekunden später. Nächste Möglichkeit für Köln. Scheibe rein. Eigentlich sieht es gar nicht übel aus für Frankfurt. Doch dann kommt die Scheibe unglücklich von der Bande. Und dann jubelt Maxi Kamera. Der Ausgleich. 3-3. Wir sind immer noch in der 45. Minute. Und dieser Maxi Kamera, er ist so gut drauf in dieser Saison. Lässt Kanada und den Löwen keine Chance. Alles wieder offen. Rein in die 49. Minute. Plötzlich ganz viel Traffic vor dem Kasten. Und der Call der Refs. Erstmal unterbrochen das Spiel. Noch ein bisschen Geschubse. Wir schauen noch mal drauf. Storm mit dem Bauerntrick. Und die Scheibe. Kommt da hinten irgendwas Schwarzes raus? Wir schauen auf die Intor-Kamera. Und wir sehen nach dem Videobeweis, der Treffer zählt. Köln führt 4-3. Dreht die Partie, jubelt. Schauen Sie auf Uwe Krupp, der kann es gar nicht fassen, was an diesem Eishockey-Nachmittag passiert. Dann noch einmal ein Pfund von der Blauen. Ein Riesen-Save von Tobi Antschitschka. Aber mehr war nicht drin für die Löwen Frankfurt. Antschitschka hält den Sieg fest. Die Haie gewinnen daheim gegen Frankfurt 4-3. Ja, ich denke mal, die Familie zu sehen einfach an Weihnachten ist immer das Schönste. Ja, aber waren sehr wichtige 3 Punkte. Vor allem, weil wir am 23. natürlich verloren haben. Und ja, die wollten wir uns ein bisschen selber schenken. Aber natürlich ist die Familie das größte Geschenk.
Weiß ich selber nicht, weiß ich selber nicht. Ich glaube, wir haben einen guten Job über 40 Minuten gemacht und dann einfach, ja, hat es gescheppert, ne? Erste und dann zweite gleichzeitig. Ja, ein bisschen Schiri auch im Spiel, ein bisschen, aber wie gesagt, ist alles unglücklich momentan. Frankfurt macht wirklich kein schlechtes Spiel, aber die Kölner ein besseres. Beenden die kleine Niederlagenserie und feiern ein fantastisches Comeback im Schlussdrittel. Alle Spiele der deutschen Eishockey-Liga live, nur bei Magenta Sport.